Wo wohnst du? Diese Frage hat gerade in der Stadt eine enorme Bedeutung. Wo man wohnt, wie man wohnt und natürlich auch, was man für seine Wohnung oder sein WG-Zimmer zahlt. Über all das wollen wir mit dir diskutieren. Während einem Monat beschäftigen wir uns intensiv mit verschiedenen Beiträgen und Events mit dem Thema, das uns alle betrifft. Zuerst gehen wir jetzt mal aber ab in die Stadt, heim zu drei Leuten und reden mit ihnen über das Wohnen. Ich wohne gerade in einer Juwo-Wohnung mit drei anderen Leuten. Die Juwo hat mir dabei geholfen, in die Freiheit zu gehen. Ich musste unbedingt von meinen Eltern wegziehen. Die Juwo hat mir das ermöglicht. Und da bin ich sehr dankbar. Ich habe in einer Wohnung gewohnt, die mir aber ein bisschen zu teuer war. Und dann habe ich ab und zu Airbnb gemacht, um einfach ein bisschen Geld noch generieren als Einkommen, um die Wohnung zu zahlen. Und dann habe ich hier schlechte Erfahrung gehabt, dass sie mir die Wohnung ausgeräumt haben und auf mein Vermieter mir die Wohnung gekündigt hat. Und ich habe gewusst, dass die einzigen Optionen für mich sind Genossenschaftswohnungen oder eine Stadtwohnung. Und ich habe mega lange gebraucht, extrem viel Energie aufgebraucht, um die Wohnung zu bekommen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, also ich bin schon so viel da vorbeigefahren, ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal da rein wird wohnen. Ja. Ich wohne an der Wanderstraße 20. Das sind gewöhnliche Wohnungen, gehören an einer Pensionskasse. Es gibt Pläne, alles umzubauen bzw. unter Umständen abzureissen. Gentrifizierung vor der eigenen Haustür ist nie besonders lustig, wenn es einem dann mit erfasst. Und das führt einfach zu einer weiteren Auseinanderdividierung von der Gesellschaft. Und irgendwann haben wir dann vielleicht so Korridore, wo halt die wohnen, wo man sich, die Wohnungen halt noch leisten können. Das war ein kleiner Einblick in das vielfältige Thema Wohnen, wo wir aber noch viel intensiver diskutieren und von allen Seiten beleuchten und zum Beispiel die Frage aufwerfen, wie wir eigentlich in der Stadt wohnen wollen. Am 21. Februar geht es los mit dem Programm «Da im Kosmos». Damit wir den journalistischen Fokus umsetzen können, brauchen wir noch deine Unterstützung. Mach doch darum mit beim Crowdfunding auf zürich.ch.